auch gerne, dass wir die Zeit nutzen, die wir denn hier stehen, um uns darüber auszutauschen, was wir gehört haben. Ja. Habt ihr etwas nicht verstanden? Könnt ihr Ken oder mich fragen oder jeden anderen hier. Wir sind hier, um die Information zu verbreiten. Wir sind echte Informationskrieger und das ist unsere Aufgabe. Also, schönen Abend hier. Hallo, liebe Freunde. Hallo, liebe Freunde. Ich bin aus der schönen Stadt Potsdam angekommen hier. Ich habe eine Wut im Bauch wegen dem, was in der Welt, was um uns herum geschieht. Ich bin ein Freund Russlands schon immer gewesen. Ich war in Moskau, ich kenne die Ukraine, ich kenne Russland von hinten bis vorne. Ich habe auch für euch einen guten Tipp, um euch zu informieren über einen anderen Kanal. Wählt einfach RIA Novosti. Sprecht, ihr könnt dort auch etwas hinterlassen. Ich zum Beispiel habe heute die russische Botschaft angeschrieben. Sie möchten bitte einen Korrespondenten herschicken, der mit unserer Meinung dann diese Sendung auch ausstrahlt nach Russland, dass die Menschen dort wissen, wir sind voll gegen diese verbrecherische Politik einer Regierung. Und noch was, Freunde, noch was, ich muss es euch sagen. Bei Facebook, ich bin leidenschaftlich, ich habe eine eigene Seite auf Facebook. Ich bin auf diese Seite gestoßen jetzt. Ich war sowas von begeistert, konnte die Nacht nicht schlafen. Es ist tatsächlich so. Ich fahre von Potsdam hierher und werde bekunden meine Verachtung gegenüber diesen Menschen. Man hat sie angesprochen, und wen es ging, angefangen vom Staatsoberhaupt bis Frau Merkel. Ja? Sind wir mal ehrlich. Leute, nutzt die Möglichkeit. Ich habe zum Beispiel geschrieben bei Facebook, dass es zur französischen Revolution eine Guillotine gab. Ja? Da sind Köpfe gerollt. Ja? Und ich habe das geschrieben, kaum habe ich das eingesetzt, gepostet, war ich weg vom Fenster bei Facebook. Ja? Aber ich habe noch drei andere Namen, also es geht weiter. Ja? Es ist so. Ja? Noch etwas, ich bin ein Polizeiobermeister AD, muss das mal so sagen. Ich habe mit den Kollegen da hinten gesprochen, ich habe das Thema einfach mal, ich habe mich vorgestellt als ein Kollege, obwohl in Ruhestand bin ich ja ein Kollege. Die Herrschaften drehten sich um, nachdem ich ihnen auch gesagt habe, pass mal auf, Freunde, ihr habt Familie, ihr habt Kinder, ihr seid verheiratet, ihr steckt genauso in dem Sumpf, ihr seid nur die Büttel von dem, was ihr an Aufträgen bekommt. Ja? Und ich muss mal so sagen, das sind ja auch Arbeiter, es sind ja auch Bauern, die da in den Reihen Dienst tun, die überlegen einfach nicht. Ich meine, wir hoffen nicht, dass es zu irgendwelchen Auseinandersetzungen kommt. Ja, wir wollen es nicht. Aber für uns ist wichtig, die Friedenserhaltung und diese verbrecherischen Töne, die dort vom Stapel gelassen werden, angefangen von der Frau Merkel bis hin zu Steinmeier, zu Steinbeißer oder wie auch immer heißt. Ja? Ich finde das so verachtenswürdig, und ich habe auf RIA Novosti geschrieben, zur Not, wenn er mich braucht, ich kämpfe an eurer Seite. Ja!